Beruf. Er hat mit Tieren zu tun. Mit großen, gefährlichen und mit kleinen, fiesen. Fremde Leute nass machen, auch das gehört zu seinem Job. Seinen Füßen hat er eine Menge zu verdanken, aber auch seinen Stimmbändern. Ja! Okay! Und etwas schneller! Und etwas kräftiger! Und etwas lauter! Und etwas mehr! Yeah! Go! Gutes Moos, gutes Moos, gutes Moos! Okay, ja! Und er macht Geschäfte mit glühenden Kohlen. Geradeaus und hier normaler Schritt. Schritt Nummer 2 ist, unsere Augen sind ja hochgerichtet. Schritt Nummer 3 ist, kühles Moos, kühles Moos, kühles Moos, kühles Moos, kühles Moos. Schritt Nummer 4 ist, stopp und schnell den Fuß updaten. Schritt Nummer 5 ist, genau. Flughafen Bologna. Ein kleiner Motorradtest zwischen Ankunft und Abflug. Emil Radlband dreht die Runden nicht aus Jux. Er soll für die italienische Motorradfirma arbeiten. Und das tut er nur, wenn ihm das Produkt gefällt. Davon bekommt man einen Dicker. Nicht verstehen? Ja. Luca Pito? Ja. So bueno, si rapide. Kommt man hier, Dicker von. Weiter geht's, quer durch Europa. Am liebsten fliegt er in Firmenjets und, wenn möglich, mit Gattin Jenny. Emil Radlband ist gefragt wie ein Star. Sein Beruf, Motivationstrainer. Er wird vom Unternehmen eingeflogen, um für neuen Schwung zu sorgen. Und er weiß, worauf es ankommt. Ein richtiger Zigarettenraucher sieht man doch nicht mehr in Marlboro. Ich nehme noch eine Zigarette. Nein, man sieht Marlboro, das Pferd und der Cowboy. Oder sieht man Düsenjäger oder sieht man schöne Frauen und schnelle Motorbooten und weite Insel. Und da sieht man klasse aus. Und dann sagt man, ja, ich muss ja auch Peterstahlstadt rauchen. Da bekomme ich ja das auch alles. Das ist genau das Gleiche. Es ist nur die Stimmung, das Gefühl. Und die Leute, der möchte nur eine Sache haben und das ist ein bestimmtes Gefühl. Diesmal also Gefühl für italienische Motorräder. Der Auftrag, ein Power-Seminar für die deutschen Händler der Marke. Ist alle Tür zu? Da. I know, commit my other than conscious mind to give these people whatever they need. Give them love, attention, respect, love, cheer. Alles klar, die Verkäufer können kommen. 150 sind gemeldet. Radlband ist seit 6 Jahren im Geschäft. Das ist der Grund meiner Erfolg. Ich sehe ja noch immer gut aus für meine 56 Jahre. 47 ist er. Los geht's mit Pauken und Trompeten. Es gibt viele Motivationstrainer, aber Radlband ist anders, ganz anders. Okay, und etwas schneller, und etwas kräftiger, und etwas lauter, und etwas mehr. Yeah, yeah, Chaka. Und der erste Kunde kommt drin um 9:30 und er sagt, ja, ich bin so froh. Ja, er ist der Kunde. Und der Kunde sagt, ruhig, ruhig, ruhig. Aber du bist begeistert. So, wer ist der beste Verkäufer in diesem Raum? Ich bin der beste Verkäufer in diesem Raum. Wer ist der beste Verkäufer in diesem Raum? Ich bin der beste Verkäufer in diesem Raum. Wer ist der beste Verkäufer in diesem Raum? Ich bin der beste Verkäufer in diesem Raum. Wer ist der beste Verkäufer in diesem Raum? Irgendwann glaubt's jeder. Laufen Sie mal, versuchen Sie mal. Es ist wie beim Kindergeburtstag. Und versuchen Sie mal, wie der anfühlt. Fühlt er dick an? Fühlt er mager an? Wer nicht sehen kann, muss fühlen. Der Geschäftsführer der Generalvertretung, einmal anders. Er ist ein Buchhalter und guckt mal ins Gesicht von der anderen.
Gehopse mit Hintersinn. Modellieren heißt das Motto. Einer tanzt vor, der andere äfft nach. Jeder so gut er kann. Kein schlichter Ringelpiez. Die körperliche Befindlichkeit ändern, so nennt er das. Und es gehört zum Konzept. Motorradhändler außer Rand und Band. Aber es gibt Streuverluste. Einige entpuppen sich als sture Hunde. Wer ist der große Spinnenfänger in diesem Raum? Drinnen geht's tierisch zur Sache. Der Händler Sepp hat Angst vor Spinnen. Und er hat es zugegeben, vor allen hier. Wer ist der große Spinnenfänger hier im Raum? Jetzt steht er da. Sepp, komm mal her. Wer ist der große Spinnenfänger hier im Raum? Ich bin der große Spinnenfänger im Raum. Guck mir an. Wer ist der große Spinnenfänger hier im Raum? Ich bin der beste Spinnenfänger im Raum. Wer ist der große Spinnenfänger hier im Raum? Ich bin der beste Spinnenfänger hier im Raum. Mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Meine Damen und Herren, der Zepp hat erzählt, er hat Angst für Spinnen gehabt seit 24, 25 Jahren. Er hat heute gerade Geburtstag gehabt, er ist 29 Jahre alt. Das heißt, fast sein ganzes Leben hat er Angst für also Tieren gehabt. Und innerhalb der letzten 15 Minuten hat er sich über seine Angst hinaufgesetzt. So einfach ist das. Rattelband hat ihn regelrecht umprogrammiert. Hat Ekel zur Freude gemacht. Die Vogelspinnen sind aus Südamerika. Der Sepp ist aus Bayern. Beginn einer wundersamen Freundschaft? Jetzt wird's richtig heiß. Für ihn ist's längst Routine. Für die anderen heißt es cool bleiben und tapfer sein. Ein paar hundert Grad sind es schon. Ich hab ein Ziel. Und mein Ziel ist, um da zu kommen. Gesund, in Freude, mit Vergnügen, Effizienz. Ja! Kühles Moos, kühles Moos. Mal hilft's und mal nicht. Fünf Meter. Das sind acht Schritte. Und wer dabei nach unten guckt, ist selber schuld. Am Ende schwarze Füße, hier und da ein Bläschen und angenehme Nebenwirkungen. Für einen Monat keine Stinke. Heiße Füße, Chaka-Gebrüll, was soll das? Die haben ein höheres Bewusstsein jetzt. Und die werden jetzt beobachten und hören, dass viele Leute Scheiße sagen jeden Morgen. Und dann werden diese Leute sagen, hör mal zu, sag mal etwas anderes. Du brauchst kein Chaka zu schreien, aber sag mal Hippie oder Ho oder was immer. Die Leute sind auch mehr bewusst geworden. Nur nach fünf Minuten sind Leute mehr bewusst von dasjenige, was ich erzähle. Da bin ich von überzeugt. Hier ist Rattelband geboren. In Holland. In Arnheim. Eigentlich wollte er Priester werden. Aber dann handelte er doch lieber mit weltlichen Dingen. Mit Pommes frites zum Beispiel. Und mit Textilien. Autofelgen, Pfannkuchen. Gelernt hat er Bäcker. Die Pommesbude hat er heute noch. Mit Mayonnaise und mal zonder Salz. Na, even kijken, dat kost... Und manchmal verkauft er noch selbst. Nur so, aus Spaß. Sein Erfolgsrezept. Im Tag esse ich ja mindestens zwei von solchen Tüten selber auf. Denn deswegen bin ich ja auch gesund. Deswegen sehe ich auch so gut aus. Also Entertainment ohne Ende. Ich
mache Witze, ich lache, denn ich weine nicht. Also wie viele Leute haben wir, können wir ja sehen in Deutschland und auch in Holland natürlich. Die stehen ja also, die Lieferanten oder die, stehen, die Leute, die Mädchen aus dem Laden stehen ja so auf der Ecke. Ich habe ja eigentlich keine Lust heute. So stelle ich immer vor, dass ich den ganzen Tag so stehe. So. Also die Leute laufen vorbei und sagen, also der Radmann steht ja da, der hat keine Lust auf mich, auf Pommes zu backen. Hat ja keine Lust, um Pommes zu verkaufen. So laufen ja weiter. Ohne Show geht nichts. Was man verlangt, das bekommt man, sagt Radlband. Der hat gut reden. Besuch bei seinem Anlageberater. Wer Erfolg haben will, muss erfolgreiche Menschen kopieren. Aber wer hat hier wen kopiert? Zwei Autos, zwei Männer. Zwei, die es geschafft haben. Früher hat Radlband so manches Geschäft in den Sand gesetzt. Die Zeiten sind längst vorbei. Eine Bilderbuchkarriere. Früher arm, hässlich und ohne Freunde. Heute reich, schön und in netter Gesellschaft. Champagnerbrunch. Natürlich ist Emil Multimillionär. Er nimmt horrende Honorare. Wie viel genau? Na, das ist ungefähr so, ja, ich weiß nicht, kann ich das sagen eigentlich? Das weiß ich eigentlich nicht. Ich denke, am besten nicht. Am besten nicht? Nein. Ach, warum denn nicht? Ich habe doch keine Geheimnisse. Okay, dann erzähl es. So, ich glaube, also, okay, gut, dann gebe ich eine Zahl. Ich werde Ihnen sagen, also ich bekomme auf einem Tag genauso viel, wie einer andere in einem Jahr bekommt. Am Abend geht's dann ins Konzert. Natürlich im VIP-Bus mit Polizeieskorte. Emil ist überall. Auch in der Garderobe von Boney M. Okay. Well, that's me! Jenna! Kein kleines Konzert. 10.000 Leute, Fernsehübertragung, die Hits von gestern. George McRae. Das waren Zeiten. Und dann, welch ein Zufall. Werbung ist alles. Alles ist Werbung. Was wäre Emil Radlband ohne Kees Rockfen? Der hütet das liebe Vieh. Früher ist Kees in den Seminaren auch als Messerwerfer aufgetreten. Aber das ging einmal knapp daneben. Dann doch lieber tierisches Risiko. Abendessen für die Python. Das Menü ist vergleichsweise schlicht. 8 Gänge, 8 Kaninchen. Was auch immer Menschen Angst macht, Kees hält es als Haustier. Hauptsache schön eklig. Skorpione zum Beispiel. Das sind Springhaane, glaube ich. Ich pack sie dus niet met de handen, speciaal om er dus geen reuk op te zetten. Oder Vogelspinnen, die neuen Freunde von Sepp, dem Motorradhändler. Demnächst wird Kees wohl anbauen müssen, denn Emil hat animalische Pläne. Elefanten sind ja so groß, um mitzunehmen. Löwen gibt's nicht, dürfen wir auch nicht. Ich habe schon gesagt, gefragt an der Kees, also vielleicht mal eine große Affe. Und dann hat er mir angeschaut und da hat er gelacht und da hatte ich seine Gedächtnis gelesen. Also hatte gedacht, wir haben ja schon eine Affe und deswegen, das reicht ja schon. Und dann haben wir eigentlich über die Alligatoren, Krokodilen gesprochen. Und also wir versuchen also, das reinzukommen. Und wenn wir diese 6 Krokodilen haben, dann werden wir das so machen, dass die im nächsten Saal sind, in so einem großen Strandbassin eigentlich. Und dann werden die Leute richtig motiviert. Und dann wird auf die Nase von diesen Krokodilen wird also die Marke von der Konkurrenz geklebt.
Und dann dürfen die Leute barfuß durch das Sand, durch das Wasser laufen, wo die 6 Krokodilen dann so laufen. Ein neues Seminar, noch ohne Krokodile. Ein deutscher Energiekonzern hat Radlband gebucht. Mit Feuerlauf und allem drum und dran. Wie ist die Stimmung? Ja, nachdem ich festgestellt habe, dass ich die fleischfarbenen Asbestsöckchen nicht mehr besorgen konnte, etwas schlechter, aber ich denke, ich war ganz gut. Füße gewaschen? Füße gewaschen, alles in Ordnung. Also ich glaube, es kann an den Füßen soll es nicht liegen. Selbst der Vorsitzende der Geschäftsführung ist angereist. In Freizeitlook und guter Hoffnung. Ich erhoffe mir davon, dass man eine große Einheit dadurch wird, das Zusammengehörigkeitsgefühl ganz entscheidend neu erneuert wird und verbessert wird und dass man insbesondere auch sieht, dass man was bewegen kann, wenn man das will. Und das ist ganz wichtig für in der Situation, in der wir sind, weil wir sehr aggressiv und progressiv in den Markt gehen. Und das bedeutet, wir müssen mit neue Wege gehen, wir müssen teilweise sehr viel Pionierarbeit leisten und das ist das, was wir heute machen. Emil weiß, was Firmen wünschen. Mehr Einsatz, mehr Umsatz, mehr Marktanteil. Die fetten Jahre sind vorbei. Wer möchte innerhalb 15 Sekunden 20 Mark verdienen? Guck mal, also sei mal vorsichtig, mach deine Finger mal nach oben. Also wer möchte 20 Mark verdienen innerhalb einer Sekunde? Deswegen habe ich unter jedem Stuhl einen 20-Mark-Schein geklebt. Und nur 2 machen sich die Mühe. Bitte sehr. Also, verstehen Sie? Ja, klatschen Sie mal für sich selber. Nun geht es Schlag auf Schlag. Immer glücklich sein mit anderen, hat Maren sich gewünscht. Sie ist Marketing-Spezialistin. Visualisiere deine Hand genau dadurch hin. Und weißt, wenn du dies geschafft hast, dann wirst du immer glücklich sein mit anderen Leuten. Denn dann weißt du, da hast du immer die Bereitschaft. Das Konzept stammt aus den USA. NLP, neurolinguistisches Programmieren. Eine Kurzzeittherapie für verhinderte Erfolgsmenschen. Was immer du willst, du schaffst es. Wenn wir es glauben, haben wir Energie. Und wenn wir glauben, dass wir Energie haben, dann haben wir es auch. Und dann tun wir viel. Und wenn wir viel tun haben, dann haben wir viele Erfolge oder Misserfolge. Aber es geht ja nur um die Bewertung von dasjenige, was wir erleben. Es geht ja nicht um dasjenige, was wir erlebt haben. Es geht ja nur darum, was ist die Bedeutung von dasjenige, was wir gemacht haben in der Vergangenheit. Und was ist die Bedeutung von dasjenige, was wir heute schöpfen in unser Leben. Vor dem Saal ein Härtetest für die Sprinkleranlage. Rolz Radlband, der Sohn, sorgt schon mal für den richtigen Rauchgeruch. Wer sagt, yeah, ich laufe übers Feuer, jetzt! Ich höre ja nichts mehr. Wer sagt, ich laufe übers Feuer? Guck mal, ihr seid ja alle bekloppt. Also ich kann meine Wirklichkeit steuern, aber was steuert mein Kenntnis? Was steuert meinen Verstand? Die nächste Herausforderung. Grünglas-Recycling à la Radlband. Hans, der kaufmännische Geschäftsführer. Mach das nur, damit ich nicht nachher durchs Feuer muss. Vorsichtig. Also das Glas ist dein Freund. Lache drum. Guck nach die Leute. Bist du bereit? Für wen springst du? Für mich. Spring. Schätz dich. Ja! Yeah! Yeah! Drinnen werden Siege gefeiert. Draußen gibt's Probleme, Feuerwehr und Polizei. Ein Feuer vor dem Hotel? Bei dem Wind? Zu gefährlich. Genehmigung hin, Feuerlauf her. Das war's erstmal. Die drinnen wissen von nichts. Es ist Pause, Zwischenbilanz. Der Held der Scherben?
es zu schaffen, die eigene Angst zu überwinden, ergibt anschließend ein super Gefühl. Haben sich die Füße denn genau angeguckt? Ja, aber erst als ich wieder auf meinem Platz saß. Es ist wirklich nichts passiert. Wie erklären Sie sich das? Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das mit den Scherben, in dem Moment war es ja auch so, dass glücklicherweise die ganze Stimmung hätte kippen können. Ich hätte es nicht gemacht. Sie hat ihm auch am Anfang gesagt, das sollte er weglassen, hat aber nicht getan. Weil nach meiner Information die Verletzungsgefahr wirklich so ungefähr 50% ist oder sowas in der Größenordnung. Sie wirken so ein bisschen reserviert. Das ist ein bisschen viel Kirmes, aber entscheidend ist, dass wir unser Ziel erreichen. Dass wir hinterher durchs Feuer gehen und damit diesen gemeinsamen Gedanken nach vorne bringen. Das meine ich das Entscheidende. Nein, ich habe deshalb, sage ich, etwas zu viel Kirmes vielleicht, weil ihm da vielleicht nicht alle folgen. Also für deutsche Verhältnisse doch etwas zu amerikanisch, der Holländer. Weiter geht's. Dann haben die Skorpionen. Und sie dürfen mit den Skorpionen dürfen sie spielen. Denn einer Stich, also wenn der Skorpion nur einmal sticht, dann sind sie tot. Doch. Doch. Aber die Skorpion, der weiß das. Das ist wirklich nichts für Angsthasen. Willst du erst mal gucken oder sagst du, nein, ich möchte erst mal fühlen, wie das anfühlt? Lieber erst mal fühlen, glaube ich. Erst mal fühlen, so. Die Technik hat Radlband in den USA gelernt. Kitzelt. Es piekst ein bisschen, ja. Kitzelt. Das Tier, ein Kaiserskorpion aus Westafrika. Das Opfer, Ralf, aus der Personalabteilung. Einmal die große Angst besiegen, hier und jetzt. Und dann für immer. Das brauchen wir nur 2 Minuten dafür. Die ekligen Erfahrungen werden neu gedeutet. Sie kriegen ein neues Etikett. Eine echte Turbotherapie. Was denkst du? War gut. War gut? Was fühlst du? Gut fühlst du. Ist gut. Gut. Chakravarti noch im Moment. Chakravarti noch immer. Ein bisschen ist's wie in der Gameshow. Aber hier gibt's nur Gewinner. Ihre Kollege, der hat's geschafft. Das nächste Tier, die nächste Angst. Emil sucht ein neues Opfer. Und er findet es. Soll das richtig anzuschlagen? Ja. Du möchtest von dieser Angst befreit werden? Kommst du mal davon. Gut, geben Sie mal einen Applaus, meine Damen und Herren. Handeln statt reden heißt die Devise. Stephanie, wenn wir sagen Schlange. Stephanie aus der Revisionsabteilung. Sie hat Angst vor allem, was kriecht und zischelt. Nicht mehr lange. Sieht er schrecklich aus? Oder hast du ein schreckliches Gefühl? Oder hört er sich schrecklich an? Aus alten Erfahrungen werden neue. Mach deine Faust und denk mal an dasjenige. Denk mal an dasjenige, was sie gerade erreicht haben. Oh Gott. So, denk mal an dasjenige, was sie gerade erreicht haben. So, fass mal an und fühl mal, wie warm er ist. 8 Kaninchen im Bauch. Die Schlange müsste satt sein. Und überhaupt, im Seminar hat sie erst einmal jemanden gebissen. Und der hatte sich wirklich ungeschickt angestellt. Du machst etwas, was eigentlich nicht normal ist. Nein. Du hast eigentlich die Gewohnheit durchbrochen. Kann man wohl sagen, oder? Aller Ekel hat ein Ende. Ja. Gar nicht. Dein Bein. 6,50 Meter und 85 Kilo. Manche Partner sind einfach zu schwer für eine echte Freundschaft. Die Feuerwehr ist wieder da. Diesmal bringt sie das Feuer. Vom Sportplatz vor der Stadt. Da gab's den behördlichen Segen. Richtig heiß. Jetzt muss alles schnell gehen. Die Vorbereitungen laufen schon. Eins? Schritt Nummer 1 ist, wir laufen. Die 70 Mitarbeiter sind wild entschlossen.
Kühles Moos, kühles Moos, kühles Moos, go! 5 Sekunden, die das Leben verändern sollen. Hans, der Glasspringer. Scheiße, war auch wirklich heiß. Zacka! Gibt es noch Leute, die zweifeln? Okay. Gut nach oben. Mach deine Faust. Glaube an deinem Ziel. Glaube an deinen Traum. Und hör, lass mal hören. Kühles Moos, kühles Moos. Siegerlaune kommt auf. Ich find's irre, dass ich das gemacht habe. Ich find's einfach klasse. Und ich denke, bei der nächsten Situation, wo ich dir vielleicht davor stehe und sage, naja, wer weiß und ob das überhaupt so funktioniert, ich würde es einfach versuchen. Und wie lange hält die Euphorie jetzt? Ich hoffe, dass mich der Emil positiv geankert hat und dass es lange hält. Aber ich weiß es nicht, das wird man sehen. Die Kollegin in Orange kriegt im letzten Moment kalte Füße. Dabei war das schon ihr 2. Versuch. Was ist los? Ich wollte es eigentlich ganz gerne tun, aber ich hatte eine scheiß Angst, als ich davor schon habe gedacht, scheiße, das heißt, und du tust es einfach nicht. Das tust du dir nicht an. Ist aber ganz schön mutig, ne? Weiß nicht, ob das mutig ist. Also meistens tue ich das, was ich möchte. Und im Moment wollte ich es einfach nicht. Ich denke, dann hat es auch keinen Sinn. Kühles Moos, kühles Moos, kühles Moos, go! Kühles Moos, 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 go! Kühles Moos, kühles Moos, da laufen sie. Erfolgserlebnisse am Fließband. Gewinnerstimmung. Das insgesamt, da kommt ja ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Und man kommt dann irgendwie auch in eine Stimmung, wo man praktisch alles machen würde. Wenn man es gesehen hat mit den Schlangen, ich ekel mich auch vor Schlangen, aber wenn ich es so gesehen habe, fand ich ganz in Ordnung. Also alles ist möglich. Ja. Ah, ja. 66 von 70 sind gelaufen. Vielleicht auch unter Gruppendruck. Checker! Yeah! Der Glasjunge. Wenn alles getan ist, Signierstunde mit dem Star des Tages. Den Chaka-Mann gibt's auch als Buch. In der Fachwelt ist er umstritten. Guru, Faxenmacher, Therapeut. Hier spielt's keine Rolle. Er ist eine Persönlichkeit und das finde ich ist die Hauptsache. Und immer nur mit konventionellen Dingen zu arbeiten, ist sicherlich nicht gut. Denn das tun andere und ich finde so etwas ist schon sehr gut. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. 12 Stunden Motivation am Stück. Ob's hilft? Dem Einzelnen, dem Unternehmen und wie lange? Schlechte Trainer müssen mehrmals kommen, sagt Radlband. Ein guter Trainer kommt nur einmal. In 260 Firmen war er schon und die Anfragen stapeln sich. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, geht es dem Motivationstrainer gut. Also, es gibt viel zu tun. Für den Feuerläufer. Chaka!